Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800, Spiel gespeichert großartig. Wir befinden uns im Spiel. Wir haben ein bisschen Chaos hier mit unserem Hugo Messier. Das haben wir ja im letzten Part schon gemerkt. Und wir sind hier in der neuen Welt, haben hier noch eine Insel von ihm übernommen, eigentlich nur um so ein bisschen Dampf zu machen und hier, no pun intended, Dampf zu machen, aber einfach noch ein bisschen Sicherheiten hier zu haben. Eigentlich wollte ich hier gerade unseren Luftschiffhangar weiter ausbauen. Das ist gerade aber irgendwie nicht so richtig möglich. Naja, und wir wollen auf jeden Fall unsere Haciendas eigentlich weiter ausbauen. Und insbesondere heißt das, dass wir hier oben ein paar Plantagen loswerden können. Haben wir denn hier eine Versorgung von allem? Das würde mich ja mal interessieren. Also, okay, ihr seid auf jeden Fall komplett versorgt. Das ist super. Das sind Jornaleros, das sind Obreros. Wir haben hier das Problem, dass wir Nähmaschinen noch brauchen und wir haben keine Zigarren. Dafür bauen wir jetzt gerade auf unserer anderen Insel schon Tabak ab. Gut. Wir bauen aber erstmal noch ein paar mehr Häuser auf jeden Fall mal. Was diese gegen diese Insel von Messier machen soll, ist mir aber ein absolutes Rätsel. Also der hat seine drei Kanonentürme halt auch wieder aufgebaut, so. Also ich meine, da muss ich halt wenigstens wieder irgendwie mit 7 Schiffen oder so anrücken, damit das irgendwas wird. Und also hab jetzt gerade den dritten Schlachtkreuzer wieder fertiggestellt. Naja, die werden halt auch nicht so schnell gebaut, ne? Es dauert halt jedes Mal einfach irgendwie 10 Minuten, bis so ein Ding halt wieder steht, leider. Ja. Genau, du hattest ja im letzten Part auch schon angesprochen, dass die Haciendas irgendwie auch nochmal deutlich erweitert wurden, was die Länge an oder was die Reichweite angeht. Das sehen wir hier auch gerade sehr deutlich. Die Haciendas, wo ich letztes Mal darauf geachtet habe, dass die Farmen schön am Rand liegen, ist platztechnisch so ein bisschen explodiert. Hat sich also nicht so richtig, also nicht im letzten Video, sondern im letzten Part, hat sich also nicht so richtig gelohnt irgendwie. Da ruhig sich drauf zu nehmen, ja. Das heißt, es klingt auch so ein bisschen danach, dass die Haciendas jetzt irgendwie die komplette neue Welt eigentlich sein werden, so. Also sie sind halt nicht mehr ergänzend, sondern also zumindest auf meiner zweiten Insel habe ich halt nur eine Hacienda. Also ich habe überhaupt keine, wie heißt das Dingens mehr, Ja, gar keine normalen Häuser mehr, ja. Dankeschön, ja. Und wie gesagt, irgendwie werden mir bei allen Häusern, sowohl in der neuen Welt als auch in der alten Welt, jetzt irgendwie wird mir das Doppelte der bisherigen Einwohnerzahl angezeigt. Also Maximum von irgendwie 40 statt 20 bei Arbeitern zum Beispiel, bei Bauern 20 statt 10. Kannst du mal bei dir draufklicken, ob du das auch hast? Ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwas mit dem DLC zu tun hat oder damit, dass ich diese Weltausstellung angefangen habe zu bauen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal das Limit der Bevölkerung erhöht. Ja, ist bei mir aber auch so, wenn ich das richtig sehe. Lustigerweise, also vielleicht ist das auch ein Bug, weil also ich sehe halt nicht, wie ich die auf 25 bringen soll. Ja, ich auch nicht. Die bleiben halt einfach da, wo sie sind. Das ist halt das, was mich ein bisschen schutzig macht. Ja, absolut. So, ansonsten haben wir das Problem halt irgendwie, dass auch die Insel hier oben, diese kleine Pissinsel, durchaus Stress macht, weil da steht halt ein so ein doofer Kanonenturm im Weg von dem Arthur Gasparov. Versenkt einem Und fröhlich da die ganzen Schiffe, ja, ist total zum Kotzen. also so mit Schonern kommt man da nicht mehr so gut dran vorbei. Und ich versuche ja immer hier von hier oben Kaffee und Rum zu kaufen. Das heißt, vielleicht ist das auch was, wo ich dann nochmal versuchen werde, ein bisschen Dampf zu machen. Vielleicht regel ich da einfach gleich mal rüber mit ein paar Schiffen. Schiffumbau Flammenwerfer. Also Monitor mit Flammenwerfer klingt natürlich auch ansprechend. Weiß nicht, also es scheint mir eine sehr, sehr kurze Distanzwaffe zu sein. Ich weiß nicht, ob die dann gut ist gegen Befestigungen oder so. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das wäre jetzt auch so mein Guess gewesen. Stabil bewaffnet mit modernster Flammenwerfertechnologie, die hölzerne Schiffe lichterloh brennen lässt. Gut, dann hätten wir das geklärt. Ah, okay, also ist dann besonders gut gegen Linienschiffe, Fregatten, etc., etc. So würde ich das interpretieren. Flakmonitor kann Flotten vor Luftangriffen verteidigen, das ist naheliegend. Und der Monitor eignet sich hervorragend für dynamische Einsätze. Langsames, aber mächtiges Kriegsschiff mit fortschrittlichen Geschützen und hoher Reichweite. Das ist Ja, so halt echt. fortschrittlich scheinen die Geschütze nicht zu sein, wenn die es nicht hinkriegen, da irgendwie so eine blöde Insel kaputt zu bomben. Es ist halt echt richtig lustig, dass man jetzt irgendwie die Hacienda so viel krasser noch ausbauen kann, dass man so gar nicht mehr weiß. Also hier Der zum Hafen wird Beispiel. angegriffen. Wo wird ein Hafen angegriffen?
Okay, hier unten, da traut er sich aber hoffentlich nicht wirklich dran. Kleiner Monitor hier unten. Nein, nicht in die Arktis. Ich wollte nicht in die Arktis, ich wollte in die alte Welt. So. Nein, ich wollte in die neue Welt. Ja, es ist halt wieder die Frage, wie kriege ich jetzt hier am besten den Anschluss an die Hacienda geregelt? Wahrscheinlich irgendwie so. Und jetzt kann ich halt gucken, dass ich hier beispielsweise... Warte mal, was haben wir hier oben alles für Plantagen, die so viel Platz wegnehmen? Das Lager ist voll, Jefe. Rinder, Mais... Ja, das sind alles Maisplantagen, die halt super viel Platz wegnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt hier stattdessen einfach mal Mais anbauen. Bist du außerhalb der Reichweite? Ja. Nee, du brauchst einfach nur ein Lagerhaus in Reichweite. Super. Nochmal Mais. Und dann machen wir hier... Hier bauen wir dann mal ein Lagerhaus rein. Ich brauche 4 Weingüter. Du bist außerhalb des Einflussbereichs der Hacienda, das heißt, dich muss ich um einen Slot runtersetzen. Das ist halt auch super weird einfach, wie man diese Farmen bauen muss irgendwie. Okay, wir haben hier eine Ruine. Warum? Muss ich das verstehen? Was, ein Clipper wurde zerstört? Ist das euer scheiß Ernst? Meine Herren. Mal die Delphi übernehmen. Also ich werde hier halt die ganze Zeit von irgendwelchen Schiffen verfolgt. Das ist total zum Heulen, ne? Okay, ich glaube, das rüste ich dann einfach lieber nicht aus. Sind unsere Routen gerade alle okay? Der kann mich mal kreuzweise. Routen sind okay, ja. Ja, irgendwie, der ist schon anstrengend, ne? Das ist schon irgendwie... Brauchst du mal, wie du mit deinem einen Monitor klarkommst gegen meine 3 Schlachtkreuzer? Bumm! So, können wir hier irgendwie es schaffen, noch 2 Farmen unterzubringen? Nee, scheint nicht so. Schön. Dann bauen wir hier aber auf jeden Fall auch nochmal Mais an, weil irgendwie jetzt habe ich auch das Gefühl, es ist gar nicht mehr so wichtig, dass man irgendwie... auf jeden Fall innerhalb des Rahmens irgendwie bleibt, weil, also... Ja, der Rahmen an sich ist halt viel, viel größer geworden, ne? Ja, also das ist nicht mehr so wertvoll, dass man praktisch da nur Häuser und so reinbauen darf. Habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir 3-mal Mais hier oben gebaut. Das heißt, wir können hier oben 3-mal Mais abreißen. Rums, rums, rums. Und jetzt können wir die Tortilla-Bäckereis und die Farm wahrscheinlich einfach da stehen lassen und haben hier oben noch mehr Platz wieder frei. Das ist doch eigentlich super. Tortilla-Bäckereis gesagt, mich schüttelt's. Bäckereien. Danke. Okay, hier ist auch noch eine Maisfarm, die können wir dann auch noch hier unten bauen irgendwo. Du hast deinen alten Korinthenkacker sehr glücklich gemacht. Stets bemüht. Und mal, dich können wir doch wahrscheinlich sogar ein bisschen hier noch so intelligent reindrehen. Machen wir das so. Und so. Und so. Und dann können wir hier wahrscheinlich sogar noch ein paar Häuser oder irgendwas bauen. Wie läuft das denn nochmal mit diesem Düngerwerk? Soweit. Also, außer dass uns dafür Stahlträger fehlen, aber. Wovon lasst ihr euch da gerade wieder kaputt schießen? Ach du Kacke, von seiner ganzen Inselverteidigung haut er mal ab. So. Ja, ja. Wir haben ihre Hauptinseln mittlerweile auch so hart verteidigt, das ist krank. Ja, das stimmt leider.
Also das Düngerwerk, das sammelt einfach Dünger entlang des Weges, oder was? Oder wie funktioniert das Ding? Hast du schon ein Düngerwerk mal gebaut? Ne. So, mein lieber Monsieur, jetzt nehme ich dir mal deine ganzen Handelsschiffe auseinander. Ganz schön scheiße, merkst du selber, ne? So, und hier können wir jetzt doch auch nochmal eine Hacienda-Farm reinsetzen. Und dann machen wir da einfach auch Zuckerrohr. Dann können wir irgendwo anders ein Zuckerrohr löschen. Wie viel fehlen noch? Also was fehlt für den Bau hier von dem Weingut oder von der Sektkälterei? Da fehlt mir noch Stahl, Beton und Holz, alles klar. Baumaterial liefern wir ein bisschen rüber, dann können wir zumindest schon mal ein bisschen Sekt liefern. Haben wir noch ein paar Fenster mit, was soll der Geiz? Das ist dann viel schneller als in der alten Welt. Okay, wir haben neue Jagdhütten, meisterhafte Jagdhütten in der Arktis. Ja, wobei ich das Gefühl habe, das lohnt sich nicht, weil also, keine Ahnung, so Goldminen oder so ist halt in der alten Welt schon ein bisschen limitiert, sag ich mal. In der neuen Welt schon ein bisschen limitiert und so und manchmal ein bisschen inconvenient, die da hinzubauen. Das heißt, die mit Goldminen habe ich tatsächlich dann in der Arktis gebaut, aber alles andere, ja, weiß nicht, also. Du hast halt super wenig Platz und wenn du da jetzt auch anfängst, da irgendwie Jagdhütten reinzukleistern, das finde ich so ein bisschen schwierig. I see. So, dann brauchen wir wahrscheinlich auch noch einmal. Brauchen wir noch einmal Kohle? Ist halt die Frage, ne? Aber lieber zu viel als zu wenig. Das klingt nach einer grundsoliden Devise. So, wir haben. Was? Welches Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt? Nein, das ist nicht das. Achso, wir haben jetzt noch den Schlachtkreuzer hier in der Arktis. Okay, das heißt, wenn jetzt hier, wenn du in der Arktis angreifen willst, sag mir Bescheid, dann hole ich meinen Schlachtkreuzer noch dazu. Ja, erstmal muss ich mal wieder sowas in die Flotte aufstellen. Das braucht ja jedes Mal leider zwei Folgen, bis die irgendwie halt fertig ist. Also ich bin jetzt halt gleich wieder bei 4 Schlachtkreuzern so, aber das reicht halt hinten und vorne nicht. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, noch mindestens 30 Minuten damit beschäftigt, einfach nur reine Bauzeit, die blöden Dinger zu bauen. Also. I see. Oh, ganz ehrlich, ich werfe das jetzt hier über Bord, weil ich wollte dringend mal die Items, die wir hier gekauft haben. Musikpavillon, Botanischer Garten, Rathaus. Für Kirchen ist jetzt nicht so spannend. Schiff unter Beschuss. So, und dann bitte damit einmal in die alte Welt nach Main segeln. So, welches Schiff ist unter... Ja, hier wird mir jetzt gerade direkt erstmal wieder ein Schoner gekillt. Das ist halt so nervig, ne? Oh nein, er überlebt sogar. Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf. Eine Seuche zieht durchs Land. Ich muss definitiv das Ding woanders hinstellen, das hilft ja nichts. Ich pumpe hier gerade auch einfach nur noch Schiffe voll, das ist echt der Wahnsinn. Warum haben wir eigentlich ein kleines Kanonenboot gebaut? Wann das denn? Habe ich das aus Versehen gebaut oder was? Ich will auch nicht verraten. Also ich glaube, dich schicke ich mal noch in die neue Welt, weil ehrlicherweise, du bist zwar sau langsam, aber wir brauchen da noch mal ein bisschen Stahl. Und das dauert dann zwar ein bisschen, bis du da bist, aber irgendwann wirst du schon dann ankommen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und wir haben ja noch ein anderes Linienschiff gerade auch im Bau. So, was haben wir hier noch Schönes?
Hopfensaatgut, Hafenmeisterei, Handelskammer. Okay, ja, passt so. Abmarsch in die neue Welt. So. Weshalb habe ich nicht daran gedacht? Jetzt wollte ich, genau, jetzt guck mal, passt doch gerade gar nicht schlecht. Wahrscheinlich sollten, ja, in 10 Minuten ist Captain Morris wieder da. Dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier sinnvoll ein bisschen handeln. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Exportverträge, bevor wir hier was verhandeln. Wir haben ja gerade mal 5. Wir wollen das auf jeden Fall ein bisschen steigern. Das heißt, wir gucken mal, ob wir hier noch ein paar Exportbüros hinstellen können. Das wäre doch schön. 2, 3, 4. Vielleicht stellen wir bei der Gelegenheit auch noch ein paar Verladekais dazu, einfach um unsere Handelsgeschwindigkeit noch ein bisschen zu erhöhen. Wir wollen von hier nach da schippern. Und dann nehmen wir mal die Morgentau 2, die hier sowieso nur doof rumsteht. Dann nehmen wir mal Konsumgüter. So, wie kommen wir hier dran? Wir müssen dafür doch, glaube ich... Okay, wir brauchen einfach mehr Importverträge. Okay, für Messing importieren müssen wir Zement importieren. Dann machen wir das doch mal. Wie viel? 1400? Ja, okay, das passt ja easy. Das machen wir jetzt einmalig nur. Ich werde es eh wieder vergessen, aber egal. Und man ist hier eine dicke Arbeitskraft. Ach, weil ihr alle reihenweise auszieht, verstehe. Und warum ist euch allen zu kalt? Das ist jetzt die viel spannendere Frage. Eure Öfen laufen auch voller Kraft. 900 Bananen wollen wir importieren, okay. Machen wir das mal so, dann schalten wir hier noch einiges frei. 9 Import-Export-Verträge, ja gut. Dann importieren wir hier unten im Zweifelsfall einfach Taschenuhren. Ist immer gut. Zack. Ups, das war ein bisschen viel. Das sollten nur 200 sein. So, was haben wir noch in Überproduktion? Bisschen viel Rindfleisch. Alter, dieser Hugo Mercier geht mir in der neuen Welt auf den Sack, das kannst du dir nicht vorstellen. Also in der neuen Welt? In der Arktis, weil also das Problem ist halt, also mir bricht da gerade halt alles zusammen. Ich habe halt zu wenig Arbeitskräfte, weil halt die Leute reihenweise ausziehen, weil ich halt deren Bedürfnisse nicht mehr befriedige, weil ich kein Messing mehr in die neue Welt liefern kann, weil der halt mit seiner blöden Insel da alles blockiert. Mhm. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist da halt die Kacke richtig am Dampfen. Kann dagegen aber momentan auch nichts tun, weil ich einfach eine zu kleine Kriegsflotte habe. Weil ich da halt irgendwie regelmäßig ganze Flotten irgendwie halt an seiner Insel da versenke. Das ist halt echt belastend, dass man keine Nähmaschinen importieren kann. Aber da sehe ich auch gerade keine Möglichkeit daran, das zu ändern. Ich glaube, wir können da jetzt gerade mal nur so abwarten. Schiff unter Beschuss. Ach. Wo wird denn schon wieder ein Schiff angegriffen? Da. Ach schön, da ist wieder ein Schoner, der zerstört wurde. Okay, ich werde jetzt gleich noch einen Monitor verkauft, der. Gut, dann kaufen wir den Monitor noch. Auf diesem sanften Zweig fühle ich mich wohl. Was mir übrigens mal eingefallen ist, wir haben ja jetzt hier gerade eigentlich, was heißt, das ist mir eingefallen, das fällt mir gerade ein. Wenn wir es schaffen, hier
rauszugehen aus dem Bedürfnis, einen Marktplatz in der Nähe zu haben, können wir ja hier einfach normale Wohnhäuser hinstellen. Das heißt, wir lassen hier mal alles aufsteigen. Wir hatten ja eh irgendwo auch mal so eine Bauernsiedlung angelegt. Und wir haben hier unten sogar vor allem noch einen Marktplatz. Das heißt, sobald wir hier nur noch Ingenieure stehen haben, sobald wir hier nur noch Handwerker stehen haben, werden wir das hier alles wegpurgen. Okay, Pelzmäntel haben wir gerade ein Problem mit der Versorgung, dann importieren wir da einfach mal einen Bunch. Ah ja, verstehe, du brauchst tatsächlich hier also irgendwie Schmiermittel und Lehm, um Helium zu produzieren. Alles klärchen. Frag mich nicht wieso, aber... Okay, jetzt fehlt wieder Rum. Ach, ihr könnt mich doch alle mal kreuzweise, ey. Das ist doch, also... Großartig. Schiff vom Stapel gelaufen. Machen wir das mal so. So, da haben wir jetzt nochmal einen Schlachtkreuzer. Sobald wir drei Schlachtkreuzer haben, greife ich hier oben diese nervige Insel an. Was brauchen wir denn für Melonen, um Himmels Willen? Fangen wir doch mal vielleicht so an, dann kann ich vielleicht hier irgendwas... Baumwolle und Alpaka. Habe ich hier eine Baumwollfruchtbarkeit? Haben wir jetzt eigentlich gerade einen Überschuss an Öl? Oh ja, wir haben sogar einen sehr starken Überschuss an Öl. Das heißt, wir können eigentlich ruhig nochmal hier unten vielleicht... Welches Schiff ist unter Beschuss? Okay, na gut. Wir können nochmal ein Kraftwerk bauen. Dafür haben wir ja ursprünglich mal vor langer, langer Zeit irgendwie importiert. Das Öl. Aber das heißt, wir können hier jetzt eigentlich mal ein Kraftwerk noch bauen. Machen wir das doch. Machen wir das doch ohne Ziegel, aber zumindest geplant ist es. Himmel, diese Insel von Hugo ist wieder, die macht mich einfach fertig. Es ist mir so ein Dorn im Auge gerade. Verstehe ich, ja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. So, sehr schön. Wir haben unsere Partituren alles hier bekommen. Das ist ganz phänomenal. Dann kann ich nämlich jetzt erstmal hier... Hier ist schon eine Partitur sogar ausgerüstet. Wahnsinn, okay. Aber, warte, das ist ein botanischer Garten. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch... Wir haben nämlich noch die Korallen, genau. Das heißt, wir können hier... ...ein freies Beet noch anlegen. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Schiff unter Beschuss? Das regt mich auf. Korallen reinpacken, so. Und das Weitere, wir haben ja noch kein Museum bisher. Aber es wäre ja super praktisch, wenn wir eins bauen würden eigentlich. Das heißt, vielleicht bauen wir einfach hier direkt... direkt neben. So, wir machen das mal. Ah, das geht natürlich nicht. Klar. Wir machen das mal so. Was ist jetzt gerade kaputt gegangen? Der Musikpavillon oder was? Aha. Ach ne, einfach nur ein Beet ist kaputt gegangen, oder was? Ernsthaft? Der... Ich hab mich doch verarschen. Was denn? Weißt du, ich kauf einen Monitor für 350.000 irgendwie, um meine Flotte noch ein bisschen aufzustocken, schick den in die alte Welt, dann kommt nicht weiter an, weil er auf dem Weg schon versenkt wird, also... Wow. Der Typ nervt vielleicht.
So, dann können wir hier nämlich noch eine Partitur 2070 abspielen. Und dann packen wir hier noch ein Ausstellungsgelände dran, wo wir unseren lustigen Helm reinsetzen. Und jetzt haben wir, das ist alles auch in Reichweite. Nee, ist es nicht. Super. Dann brauchen wir hier noch eine Bushaltestelle, damit auch unsere Touristen da hinkommen. Like this. Und jetzt haben wir hier erstmal schön die Attraktivität von unserer Insel hochgeboostet, dass mehr Besucher kommen und auch entsprechend mehr zahlen und so. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, nö, klar, so eine Sektkälterei kostet einfach mal bescheidene 1000 Unterhalt. Puh. Kein Thema, Leute, kein Thema. Was brauchst du noch? Schmuck willst du haben? Jetzt werden, was brauche ich denn für Schmuck? Gold und Perlen, Alter. Ich habe auch ins Hirn geschissen. So, hier haben wir noch ein Linienschiff. Sehr schön. Dann glaube ich, wenn wir das Linienschiff haben, gucken wir uns die Insel nochmal kurz an. Also wir haben Geschützstellung, Kanonenturm. Eine Flakstellung haben wir auch. Okay, wir haben jetzt einen Krieg mit Jean Lafortune. Wir haben wieder das Problem, dass unsere Verträge auslaufen, oder was? Na, ich habe gerade mal wieder einen Waffenstillstand erbeten. Das ist gut. Wir haben ein Kohleproblem. Okay. Ach so. Jetzt sind anscheinend auch zu wenig Hochräder. Ah. Ah, das war aber nur ein temporäres Problem. Ja, sehr gerne nehme ich einen Waffenstillstand an. Sehr gut. So, wo haben wir jetzt die Tabakfruchtbarkeit? Hier haben wir natürlich eine Tabakfruchtbarkeit. Da, wo ich sowieso schon einfach keinerlei Leute mehr habe. Aha. Also es ist, ich weiß nicht, wie ich mit, also die Arbeitskraftbedürfnisse in der neuen Welt, die sind ein echtes Problem. Also ich kriege einfach zu wenig Arbeitskraft rein. Hier ist kein Platz mehr. Ja, ich habe auch, also ich habe auch extremst viel. Wenn ich in der alten Welt schon eine Handelskammer gebaut habe, sind die Sachen dann sozusagen für die neue, wenn ich noch eine zweite Handelskammer baue, automatisch freigeschaltet und so? Oder muss ich das in jeder Handelskammer von Grund auf hoch dienen? Nochmal bitte die Frage. Ich habe Waren, die möchte ich also handeln, ja? Mhm. Und ich möchte Melonen importieren, um genau zu sein. Mhm. Wenn ich die jetzt in der alten Welt schon freigeschaltet habe und ich eine neue Handelskammer in der neuen Welt baue, du meinst muss ich die dann nochmal freischalten. Du meinst ja. Die Speicherstadt, keine Handelskammer. Deswegen war ich so irritiert. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du musst die einmalig nur freischalten. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich habe bisher keine zweite Speicherstadt gebaut. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob man mehr als eine bauen kann, ehrlich gesagt. Doch, kann man. Jede Insel sogar kann eine eigene Speicherstadt kriegen. Bereit für den Einsatz. Was schon ziemlich heftig ist eigentlich. Also... Achso, wenn du gerade eh hier rumliegst, kannst du bitte mal hier Ziegel einladen und irgendwie einmal Holz und so und die hier rüber schippern, damit ich hier einen Kanonenturm oder irgendwas bauen kann. Verbündeter von Java sollten in seinem Krieg gegen Enhalo mitwirken. Ich könnte jetzt die Allianz mit dir aufkündigen, wie auch immer. Ja, das habe ich gerade auch bekommen. Sekunde. Das habe ich gerade auch bekommen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mit Enhalo wieder einen Waffenstillstand schließen. Das war ein Sturm. Das war nichts. Und jetzt müsstest du. Kampfdeck bereit machen. Jetzt müsstest du das. Jetzt müsstest du auch kein Problem mit der haben. Hm. 1000 Attraktivität. Sehr cool. Und wir können jetzt hier auch aufsteigen. Kostet nur alles viel zu viel Patte, aber egal.
Selbst bei diesem hellen Mond. Ich muss jetzt hier dringend nochmal um die Ausbau einer neuen Welt kümmern. So, was ist jetzt euer Problem? Ich will plötzlich wieder Schnaps, Rum und immer noch Chili-Soße, wie auch immer das möglich ist. Aber anderes Thema. Vor der Zuschauermenge im Varieté-Theater. Okay. Hibiskusgarten. Das ist doch schön. Achso, Hibiskusgarten, Digga. Achso, Momentchen, für dich kann ich ja jetzt hier auch nochmal einen Gänseblümchengarten anlegen. Warte, wie können wir jetzt. Wie war das nochmal mit den Hibiskus-Geschichten? So, Momentchen mal. Oh, wir spielen schon seit 2 Stunden. Eieiei. Eieiei. Jetzt sind wir schon bei einer Attraktivität von 1000, fast 1200. Das ist doch schön. Oh Gott. So, wir wollten eigentlich ein Kraftwerk bauen. Dann habe ich angefangen, hier oben die ganzen Häuser auszubauen. Jetzt kann ich kein Kraftwerk mehr bauen. Auch schön. Was ist hier mit euch los? Wofür ist diese Holzfällerhütte hier gut? Was genau tut die hier? Küche? Die Küche braucht die ganz sicher nicht. Was braucht denn hier denn das Holz? Die Zuckerrohrraffinerien? Nö. Natürlich die Rumbrennereien. Hm? Ach so, wir haben jetzt gerade wahrscheinlich unseren Import-Export hier auf unserer Hauptinsel gehabt und dadurch irgendwie jetzt gerade wahrscheinlich eine Menge Zement über. Kann das hinkommen? Ja, der handelt gerade. Ja, dann liegt das daran. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mal noch ein paar Depots bauen. Oh ja, wir haben ja erst 3. Ja, dann ist irgendwie 1000 irgendwas importieren natürlich eine Ansage. Verstehe ich. Brauch mehr Ziegel. Egal. Kommt alles bei Zeiten. So, wechseln wir mal in die neue Welt. Hier haben wir doch auch so viel lustigen Kram gemacht. Und zwar habe ich hier... Ein neuer Auftrag. Genau. Ein bisschen was gelassen. Und eigentlich wollte ich damit hier nur... Weiß, dass es da an Arbeitskräften mangelt. Ich würde es auch gerne ändern, Junge, aber ich kann nicht, weil dieser Scheiß-Depp hier seine Insel immer weiter befestigt. Jetzt hat er noch eine Flakstellung dahin gebastelt, kein Thema. Bereit für den Einsatz. Ja, ich krieg diese Insel nicht geknackt. Produzierst du Kriegsschiffe durch? Ja, mache ich. Ja. Also ich guck gerade nochmal, aber ich müsste eigentlich, ich habe die ganze Zeit immer welche nachgequeued. Ja, tue ich. Na, ich habe jetzt wieder 5 Linienschiffe, 5 hier Schlachtkreuzer. Aber. Kurs setzen. Schiff unter Beschuss. Oh, welches Schiff wird denn jetzt noch angegriffen? Unsere Schiffe sind. Ja, Moment, das ist aber auch nicht so geil. Dann hol du das mal lieber ab hier oben, bitte. Wie schaut das eigentlich hier gerade aus? Können wir hier mal anfangen, unseren Bau weiterzuführen? Aluminium haben wir genug. 22 und 30 Ziegel, ja, aber dann starten wir das jetzt schon mal. Das ist okay. Ja, ich warte hier noch auf einen Schlachtkreuzer und dann wollte ich ja gucken, dass ich... Hä, wie, hier ist keine Polarwacht in der Nähe? Hier ist doch eine Polarwacht.
Ja, die kommen da irgendwie manchmal gefühlt nicht so richtig hinterher. Ich möchte Ihnen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mit jedem. Mit jedem zusätzlichen Haus, was ich baue, muss ich wieder irgendwie zusätzliche Versorgungsgebäude bauen. Und das in Kombination sorgt irgendwie dafür, dass ich halt einfach nicht hinterherkomme, irgendwie mal meine Arbeitskraft hochzupushen. Das ist echt ein Problem. Verstehe ich. Pflanzenauswahl. Wie war das? Schnaps konnte man hier jetzt aus was machen? Aus Kartoffeln wieder, ne? Ja. Auch eine neue. Ne? Aber du bist. Greifst du jetzt gerade seine Insel schon an, oder? Nein, ich würde aber sehr gerne, weil, wie gesagt, meine komplette Versorgung in der Arktis steht immer noch still. Ja, also ich habe, wie gesagt, sobald ich einen. Es bringt halt auch nichts, sie zu zweit anzugreifen, dadurch gewinnen wir halt nichts, weil, also das Problem ist, dann hast du halt 3 Anteile, ich 2 oder umgekehrt und dann schaffen wir es nicht rechtzeitig alle aufzukaufen, die blöde Insel fällt wieder an ihn, weißt du? Ja, das stimmt. Schiff vom Stapel gelaufen. Warte mal, haben wir eigentlich die Route um Messing? Nicht die Route. Die Route, da ist eine Fregatte drauf, okay. Und die ist anscheinend Wolkenbruch. Fischöl eingerieben wie die Inuit, um ihn wasserabweisend zu machen, aber jetzt stinkt er. Schön. Casual. Jetzt stinkt er. Dann können wir nämlich eigentlich auch jetzt mal anfangen, dass wir hier ein bisschen Gold abbauen. Dafür machen wir das ja hauptsächlich. Aber dafür brauchen wir 750 Techniker, okay. Und das Problem ist gerade, dass wir hier auch keine ausreichende Versorgung mehr an Pemmikan haben. Das heißt, wir müssen neu bauen, noch eine Walfängerei. Und eine Rentierjagdhütte. So, Linienschiff Theseus ist zurückgekehrt, sehr gut. Dann können wir jetzt hier Stahl entladen. Wofür wollte ich nochmal den Stahl haben? Man weiß es nicht. Ne, ich weiß es echt nicht, ich hab's einfach vergessen. Es sind einfach zu viele Parallelbaustellen, an denen ich hier sitze. Egal, wird schon nicht schaden, dass wir den jetzt haben. Kommt mir dunkel bekannt vor, das Problem. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich mit jeder Hacienda-Farm, die ich baue, halt einfach wieder so viele Bauern verliere, dass ich also halt dann schon wieder das nächste Haus bauen kann. Und dann brauche ich aber wieder eine zusätzliche Hacienda-Farm, weil da wieder irgendein Scheiß fehlt. Und also so spiele ich hier also seit Ewigkeiten das Spielchen, dass ich versuche hier irgendwie halt meine Anzahl an Leuten hier auf der Insel zu steigern, was mir aber halt dadurch halt einfach nicht gelingt. Ja, I see. Ich krieg's halt einfach nicht hin, so viele Leute freizuschaufeln, dass ich tatsächlich mal hier anfangen könnte mit der Produktion von Helium. Geschweige denn, dass ich hier anfangen könnte, irgendwie diesen Zeppelin-Hangar mal zu bauen oder so. Ja. Wir sind auch jetzt fast bei 40 Minuten Laufzeit wieder. Momentchen mal, warum schippert meine Fregatte Wolkenbruch, ups, das wollte ich nicht, mit Dingens und Bummens zurück, anstatt das hier auszuladen? Muss ich das verstehen? Okay, wir haben Messing, wir haben einfach zu viel anscheinend. Nee, das macht doch keinen Sinn, Momentchen mal. Unsere Arktisroute ist das. Hier, Messing und Schnaps und Kaffee. Können wir bitte, also Kaffee brauchen wir da erstmal nicht. Und wir wollen bitte auf die Löschung warten in der Arktis. Das wäre total super. Wie viele Schlachtkreuzer hast denn du jetzt gerade so? Ich habe 3 Schlachtkreuzer und
drei Fregatten, aber mit denen wollte ich jetzt gerade erstmal gucken, dass ich diese kleine Insel von dem anderen Typen angreife. Welche kleine Insel? Die ganze Zeit irgendwie meine Kanonenboote, die Kaffee und Rum tauschen sollen, abknallt. Mhm. Ich kann die halt auch ansonsten in die Arktis schicken, aber das dauert halt ein bisschen. Aber lass mich mal, also der Part ist jetzt eh schon wieder bei 40 Minuten. Ich würde sagen, im nächsten Part versuche ich mal diese Insel von ihm hier kalt zu machen und dann schicke ich das, was davon noch übrig ist, in die Arktis. Einen Schlachtkreuzer habe ich halt in der Arktis auch schon da. Ja, ich habe jetzt seit 5 da, der 6. steht kurz vor der Vollendung. Okay. Oh, die Tabakproduktion müsste ich hier auch noch auf der Insel bauen, aber ich komme einfach nicht auf genügend Bevölkerung. Ich weiß nicht, also ist echt verflucht. Ja, Tabak wollte ich auch noch abbauen, da komme ich auch nicht dazu. Aber ich würde sagen, wir versuchen diese ganzen Probleme im nächsten Part irgendwie weiter anzugehen. Ich weiß, dass es gerade irgendwie auch sehr, sehr stressig ist, aber... Warte mal, dich schicke ich jetzt in die Arktis, weil ansonsten werde ich mit der Quest nicht mehr fertig. Let's go. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Jo. Und dann versuchen wir hier oben dem Arthur Gasparov seine Insel abzunehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen Stabilität kriegen und dann Hugo Mercier wieder mehr zusetzen können. Ja, bis dahin. Mach's gut, auf Wiedersehen. Bis dahin, ciao.